Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. So, wir sollen jetzt erstmal hier zum Albtraumhof von den Weißen Hirsch finden. Wo müssen wir da jetzt hin? Hier, ja, das ist doch perfekt, gehen wir einfach hier hin. So, und ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert. Und zwar, ich habe natürlich die beste Charakterklasse ausgewählt für ein Let's Play. Und zwar der Mesmer. Ist anscheinend der schwierigste zum Leveln und so weiter. Deswegen haben wir auch so, habe ich so Probleme hinterher zu leveln und so weiter. Und. Ist das hier das Ruhe? Nö. Deswegen habe ich jetzt einen Entschluss gemacht. Und zwar werde ich ab sofort es so machen, dass ich mich mit sogenannten Folianten des Wissens, die sofort ein Level abgeben, oh komm her, du Wolf, hochpushen werde. Ja, haus ab, ne? Hast Angst. Gut. Mit den Folianten des Wissens hochpushen werde. Und ich werde die Story machen. Und dann im Notfall ab und zu auch mal so hoch mich immer hochleveln, dass ich auf keine Probleme haben sollte. Hallo Cave. Der Albtraumhof sammelt sich. Wir müssen vorsichtig sein. Ich komme nicht in ihre Nähe. Sie wissen, wer ich bin. Also werde ich sie aus der Ferne beobachten. Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt zulassen, dass sie sich sammeln, wenn sie nur alles verderben wollen. Bei den seltenen Gelegenheiten, wo sie in der Öffentlichkeit aufblühen, verwelken sie auch wieder, sobald die Hainhüter auftauchen. Wenn wir nicht an sie rankommen, wie sollen wir dann den Weißen Hirsch befreien, bevor sie ihn verderben? Ich kann das nicht. Ihr schon. Ihr seid ein frischer Setzling. Sie werden euch anwerben wollen. Redet vorsichtig mit ihnen und gewinnt ihr Vertrauen. Das mache ich. Vielleicht kann ich einen Anwerber überreden, mir hierher zu folgen. Dann können wir ihn zusammen zwingen, uns alles über Gavin und den Hirsch zu erzählen. Ausgezeichnet. Aber noch eine Warnung, bevor ihr geht. Hört nicht auf ihre Lügen. Wenn sie euch verderben, gibt es keine Heilung. Alles klar, dann müssen wir aufpassen. Diese Rose hat Dornen. Da sind sie. Dann bewegen wir uns mal rüber zum Albtraumhof. Frisch erwacht. Und schon hat man euch angelogen. Eure Augen sollten offen sein. Stattdessen kneift ihr sie zu, bis ihr nur noch tote Philosophen seht. Der Zentaur Ventari. Ich bin schnell der Mensch wie der Ronan. Das waren keine Silvari. Wieso hat ihr Wort solches Gewicht für uns? Ventaris Tafel legt uns in Ketten. Als Sklaven einer aufgepfropften Moral, verwurzelt in einem fernen Land, auf ewig gefangen. Ich sage nein. Und das solltet ihr auch. Schaut in euch. Der Traum ist vieles. Licht und Schatten, Liebe und Zorn, Gut und Böse. Genau wie wir. Kommt zu uns in den Wald, Setzlinge, und wir lehren euch mehr. Wir lehren euch die Freiheit und die Wahrheit. Das war okay. Sehr verstörend. Interessant. Hallo. Wenn euer Hunger noch mehr ist, ergreift euch das zu früh oder später gehört ihr sonst, ich weiß. So. Verdammt. Da hatten wir gerade die Schuss gehabt. Jetzt sei ich nicht auf die Krone gefallen, deswegen habt ihr die Frage wieder. Ah, da haben wir da schon jemanden gefunden. Tja, die Vollkunst ist auch cool. Geschützt. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt rauskommt. Moment, was tut ihr da? Was ist das? Ihr Höflinge liebt doch Hinterlist. Sagt uns, wohin Gavin den Weißen Hirsch gebracht hat. Ihr bringt mich nicht zum Reden. Ich töte euch. Ich weiß schon, was. Ja. Ich bin mit. Look, du hast keine Chance mehr, du Träume. Erhebt euch, greift an und zerstört. Meine Fuß weg. Look.
werde auch gerade wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe länger nicht mehr gespielt. Bin schnell wie der Wind. Blub. Und schließ. So, reden wir jetzt, Mädel. Hört mal, ihr seid schlau genug, um zu wissen, dass ihr ein Problem habt. Sagt uns, wo der weiße Hirsch ist und ihr könnt zurück zu euren Freunden. Wenn ich euch das sage, jagen mich die anderen und lassen mich leiden. Sagt uns, wo der Hirsch ist, oder ich schneide euch eure Zunge raus. Nein, vertraut mir. Niemand erfährt, dass ihr es wart. Ich werde euch nicht verraten, wenn ihr mir sagt, wo der weiße Hirsch ist. Ich glaube euch. Es ist Gavin. Er hat den Hirsch in einem Lager im Norden eingesperrt. Das Tier ist ein Geschöpf der Hoffnung. Es zur Verzweiflung zu bringen, wird uns befreien. Und den blassen Baum auch. Danke. Dann werden wir jetzt auch unser Wort halten und niemandem sagen, dass ihr geredet habt. Vor eurem Tod. Kate, bitte. Wir sollten sie gehen lassen. Ich habe mein Wort gegeben. Wir sind besser als sie. Unser Wort ist unsere Ehre. Nein. Dieser Höfling wird keine Warnung weitertragen. Das erlaube ich nicht. Okay. Ein schnelles Ende. Ein besserer Tod, als sie ihren Opfern gönnen. Die Zeit drängt. Wir haben zwei Möglichkeiten. Befreien wir das Tier durch Verkleidung oder Ablenkung? Es war euer Traum, in dem der weiße Hirsch erschien. Ich vertraue euch. Ich bin schnell wie der Wind. Sprecht mit mir, wenn ihr wisst, wie wir vorgehen sollen. Okay. Ich glaube, eine Ablenkung wäre da, glaube ich, relativ dumm, wenn wir ein Lager einbrechen. Dann eher eine Verkleidung. Wollt ihr Wissen mit mir teilen? Bewundert euch das Treffen. Tarnt euch. Und wir haben noch diesen Story-Abschnitt geschafft. Oh nein. Ich bin schnell wie der Wind. Und wir haben ein neues Level bekommen. Sehr schön. Die hier verwenden wir. Und jetzt kommt das, was ich befürchtet hatte. Ich muss aufräumen. Komm. Das können wir zerstören. Ah, ich muss noch was. Ich muss echt aufräumen. So. Level up. Was haben wir freigeschaltet? Auf Wiederverwertung. Sehr schön. Komm, wir nehmen Granatdiesel. Ich bin schnell wie der Wind. So. Jetzt kommt das, was ich am meisten liebe. Was? Also, wir können dann hier noch. So. Moment. Können wir jetzt hier, ich glaube, das sollten wir aus. Oh Mann, ich habe echt die Taschen so derbe voll. Das ist erfrischend. Komm, 66 Kupfer. Oder warte mal. Ich weiß. Komm, wir bleiben bei unseren Sachen Ende. Gut, können wir jetzt, jawohl. Wir können wiederverwerten, so wollte ich das hier. Ja. Oh, das tut so gut. Inventarplatz. Sehr schön. Ja, und es ist halt wieder voll mit. Haben wir den Besserungsgroßschwert bekommen? In der Tat. Das wird aber ausgerüstet. Gut, die Instanz verlassen wir jetzt. Und wo müssen wir jetzt hin? Das war im Norden. Okay, ich bewege mich jetzt erstmal oder wartet mal. Doch, von hier wäre eigentlich der beste Punkt und dann so quer rüber, würde ich sagen. Ja. So, ich würde jetzt auch hoffen, dass die Aufnahmen ein bisschen flüssiger laufen. Ich habe da noch mal ein bisschen was an. Nein, ich möchte keine Gruppe. Ich habe da noch ein bisschen was verändert an meiner Aufnahmetechnik, an den Einstellungen. So, jetzt aber zuerst einmal alles hier wieder verwerten.
Alles das, was wir nicht brauchen. Das gibt ich Ressourcen. Bin schnell wie der Wind. Und Essenzen des Glücks. Aber die müssten wir dann zerstören. Und dann machen wir das mal hier so. Schrott verkaufen, sehr schön. Oh, das tut gut. Sehr schön. Dann können wir jetzt auch in Ruhe die hier die Rüstung, die wir nicht brauchen, wiederverwerten und kriegen dann auch ein bisschen Chance auf. Wieso bin ich so dunkel? Also, ja, okay. Ich glaube, ich weiß schon wieso. Auf jeden Fall. Können wir auch ein bisschen besseres Zeug rausholen. Können unsere Chance auf seltene Gegenstände erhöhen. Und was ich jetzt auch einmal machen werde, was ich mir auch vorgenommen habe. Die... Na, wie heißen sie? Ach, hier die Maps. Ich werde sie nicht zu 100% machen. Ich werde einfach nur den Weg zeigen, wie wir hier rüberkommen. Aber das Gebiet würde ich gerne mal auf vollbringen. Und das war's dann auch. So, nochmal richtig hingesetzt. Seid gegrüßt. Beeilt euch. Wir haben viel zu tun. Alles klar. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Ich habe das Lager des Albtraumhofs ausgespäht. Und wir haben Glück. Der weiße Hirsch ist noch nicht verdorben worden. Das war's dann aber auch mit dem Glück. Ich habe eine Streife im Außenbereich des Lagers gesehen. Außerdem etliche Höflinge darin. Den Hirsch zu befreien wird schwierig. Mein Plan wäre, dass wir uns verkleiden und ins Hauptlager schleichen. Da befreien wir den Hirsch und schleichen uns wieder raus. Wir müssten ihnen etwas zum Anziehen stehlen, damit wir wie die anderen Höflinge aussehen. Dann können wir uns frei bewegen. Ein guter Plan, aber wir müssen vorsichtig sein. Die Anführerin des Lagers ist Sariel, eine grausame und hochmütige Silvari. Sie könnte durchschauen, dass wir nicht das sind, was wir vorgeben. Ah, schaffen wir mal. Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass sie nicht da ist, wenn wir uns umschauen. Vielleicht können wir ihre Schwächen dafür ausnutzen. Wenn wir den Käfig mit dem Hirsch entdeckt haben, öffnen wir ihn und geben dem Tier Deckung auf der Flucht. Täuschung, Gemetzel. Dieser Plan wird mir immer sympathischer. Gut, suchen wir uns diese Streife. Ja, natürlich ist der Plan perfekt. Er ist von mir. Ihnen ihre Gewänder. Diese ja, Gott, zum Glück kannst du gar nicht hochnäsig. Zumindest eine Zeit lang. Hallo. Okay. Und jemand in knappen Rüstung? Oh, zack, zack. So, das sieht Raki, Zaki, Schlippi, Schlups. Sehr schön und nur noch du. Und Flup. Eine Verkleidung stehen und unsere Gesichter verdecken. Hier, Atomo-Verkleidung aufheben. Die Kleidung passt mir nur schlecht. Ich glaube, ich krieg Ausschlag. Gut, und jetzt rüber zum... Oh, wir müssen über die Brücke. Rüber zum... Nee, da verlassen wir die Instanz. Wir gehen... Also, wir sollen da lang. Ja. Meister der Orientierungskunst. Okay. Ich habe ja auch noch so einen Erfahrungsverstärker, aber den will ich, glaube ich, noch nicht aktivieren. Ah, hier waren wir mal kurz. Ihr seid neu bei Hofe, was? Wie niedlich. Hütet eure Zunge, Plänzchen. Sariel mag keine Widerworte. Neue Gesichter, hm? Kennt euren Platz und befolgt meine Befehle. Sonst lasse ich euch leiden. Alles klar. Ein Neuling, wie? Habt ihr keine Idee, wer ich bin? Ihr lernt besser schnell, sonst sterbt ihr langsam. Vergebung, Nächste, erlaubt mir euch das Neueste zu berichten. Zur Stunde verlässt eine Kammer. Na. Ich würde eher hier auf Würde. Ich weiß nicht, Karas. Wildheit, ne. Oder warte mal, das ist so ein Albtraum. Komm, Wildheit. Ah, sehr schön. Endlich beginnt der Hof meine Überlegenheit zur Anne zu erkennen. Ich werde sofort aufbrechen und den Tag retten. Viel Glück, Nellis. Höflinge, nehmt eure Waffen und folgt mir. Die Schlacht ruft.
Okay, dann suchen wir doch mal hier den weißen Hirsch. Möge der Albtraum euch durch die Finsternis leiten. Ja, ja, Albtraum, Albtraum, bla bla. Ah, seht! Finsternis. Der weiße Hirsch. Nähert sich. Nähert sich. Es wäre allzu grausam, diese Gefangenen zurückzulassen. Wir müssen sie alle befreien. Zerstört die Käfige! Befreit diese gefangenen Seelen! Weißt du, sie sollen alle befreien? Ah, okay. Ich muss weg. Nur schnell weg von hier. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Das läuft bisher schon zu gut. Da stimmt doch irgendwas nicht. Befreien wir erstmal hier die Gefangenen. Hier ist der weiße Hirsch. Als ob sich hier dieser Gavin uns nicht noch im Weg stellt. Sehr gut. Nun lasst uns fliehen. Da sind Träumer. Sie rauben den Hirsch. Ja, was? Ah, okay, die versuchen uns einfach mal durch die Schwere zu kommen, oder was? Hallo, nix hier. Ihr habt ja mal ja keine Chance hier, ich mach euch alle. Sehr schön. Alles kein Problem hier. 7, 6 und ein bisschen geheilt und schließ. So, was das jetzt? Oder will ich noch einer? Und lup, lup, lup. Was war das jetzt hier nochmal? Ah, das war das Verwirrung. Brauchen wir hier nicht. Sehr schön. Achso, wir sollen jetzt einfach nur hier abhauen. Schlipp. Komm, machen wir jemals so ein bisschen wieder Action. So, ja, sehr schön. Ah, es klappt doch, sehr schön. So will ich das. Naja, der Gefangene hier hat zeitlich gesichtet, der musste mal dort abnippeln. Aber das ist kein Problem, wir holen uns jetzt mal hier. Also, das war ja so rum, okay. Aber auch alles kein Problem. Wir leben hier den, verzieh mal kurz wieder. Hey, Kumpel, steh auf. Komm, streichel dich mal kurz oder streichel mir gerade den Boden. Oder irgendwie so die Hufe vom weißen Hirsch. Jo. Okay, dann muss ich jetzt doch hier wieder aufs Großpferd klatschen. So. Sehr schön, der Burst ist da. Ja, was ich auch noch erfahren habe, dass der Schaden beim Mesmer erst wirklich auf Stufe 80 kommt, also auf Maximumstufe. Oh, warte schon. Das war toll. Die Verkleidung hat perfekt funktioniert. Woher wusstet ihr, wie wir die Anführerin aus dem Lager locken können? Weil ich sie kenne. Sie heißt Zariel. Und bevor sie dem Albtraum verfiel, war sie die Schülerin von jemandem, den ich sehr geliebt habe. Aber diese Geschichte erzähle ich ein andermal. Der weiße Hirsch scheint unverletzt, nur verständlicherweise verängstigt. Ich bringe ihn zurück in den Hain. Seid gewarnt. Zariel ist vor allem eins. Stolz. Sie wird diese Beleidigung nicht vergessen. Gut, aber ihr bringt den Hirsch ja zurück in den Hain. Und Zariel würde ja nicht nur aus verletztem Stolz gleich die Stadt des Blassen Baums angreifen, oder? Ihr unterschätzt den Albtraumhof. Sie werden tun, was getan werden muss, um ihr Ziel zu erreichen. Zumindest hatte Gavin noch einen Funken Ehre. Wie können Zariel und er beide zum Albtraumhof gehören? Das Böse hat viele Gesichter. Tyrannei etwa. Oder Chaos. Sie werden auf jeden Fall den weißen Hirsch fangen wollen. Und wenn sie kommen, müssen wir bereit sein. Wir treffen uns im Hain. Alles klar. Nächstes Kapitel abgeschlossen. Ja, okay, es ist egal, was wir neben kommen. Stimmt, groß hört. Und wir verlassen mal.
Und bewegen uns dann wieder zurück zum Hain, und zwar, ich glaube, hier so müsste reichen. Ah, das wird nicht reichen, ich glaube, wir müssen hochlatschen. Wir werden auf jeden Fall hochlatschen müssen. Und wir müssen hochlatschen, wer hätte damit nur gerechnet. Ich bin schnell wie der Wind. Ja, ich bin schnell wie der Wind, juhu. Oh, ich sehe aber gerade, die Folge ist vorbei. Komm, ich öffne nochmal hier die Beutetaschen. Oh, eine nicht identifizierte Farbe. Oh, Zuckerwattefarbe, wie viel ist die wert? Ah, 60 Gold. Komm, aktivieren wir. 60 Gold, das wäre schön, 60 Silber. Ja, ach so, das ist... Moment. Nee, das ist nicht besser als anderes. Das und das weg. Alles verzehren. Und so. Kompakt. Das kann man verkaufen. Gibt immer ein bisschen Gold. Okay, Kupfer, aber ihr wisst, wie ich das meine. Kupfer kann man immer gebrauchen. Gut. Und dann würde ich jetzt mal sagen, in diesem Sinne, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich schätze mal auch dann direkt schon bei der Terrasse des Träumers. Bis dahin. Tschüss.